Wir begrüßen heute Sabrina. Sie ist Lehrerin aus Leidenschaft, jahrelang in der Fitnessbranche und Dancebranche tätig. Und sie hat ihren Einstieg ins Yoga durch Vinyasa und spirituellen Yoga für sich gefunden und hat sich dann auch auf Ayurveda spezialisiert, wodurch auch gesundheitliche Herausforderungen bei sich selbst auflösen konnte. Also ich muss einmal sagen, dieses Mädel, diese Frau, diese Mutter, diese Geschäftsfrau muss so organisiert sein, als junge Mutter, eine vierjährigen Tochter, Inhaberin einer Tanz- und Yogaschule, die in dieser Yogalehrerausbildung mit dabei ist und noch die Ayurveda-Qualifizierung immer noch macht. Herzlich willkommen, liebe Sabrina, schön, dass du da bist. Morgen. Ich freue mich heute mit dir diese Spiritual Yoga-Einheit zu genießen. Danke für die Einleitung, Patricia. Es ist auch gar kein Druck entstanden bei mir. Christine Weise von Sprech, wir ticken ja so ein bisschen ähnlich. Soll ich direkt anfangen, Patricia? Oder soll man kurz warten? Ich fange Mir direkt an. fängt Ihr direkt seht mich gut, ihr hört mich gut. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, weil ich habe für den Praxisteil später eine andere Kamera. Deswegen, also. Ich weiß, jetzt bin ich ein bisschen dunkel, aber ich muss immer nach vorne zu meinem Computer kommen. So, dann checke ich gerade mal ganz kurz, ob ich das mit der Technik jetzt richtig gebacken kriege und meine Präsentation euch auch. Das ist nämlich immer meine größte Herausforderung. So Technik-Sachen sind irgendwie nicht meins. Genau, das ist nämlich auch schon wieder weg. Lass mich mal kurz gucken, ob ich das jetzt mache. So, ich probiere es nochmal. Gehen. Könnt ihr es jetzt sehen? Gut, so erste Hürde geschafft. Also guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin Sabrina. Patricia hat mich ja gerade schon so nett vorgestellt. Und ich freue mich sehr, dass ihr Lust habt, euch das Thema heute mit der spirituellen Sequenzierung quasi mit mir nochmal anzuschauen. Und ich habe mich total gefreut, dass für mich irgendwie sich das jetzt so gefügt hat. Irgendwie kam es jetzt so, dass sich dieses Thema irgendwie aufgetan hat. Ich habe mir davor sowieso wahnsinnig schwer getan, mir ein Thema auszusuchen und habe mich daher jetzt riesig gefreut, dass ich gefühlt habe, das Thema hat mich jetzt gesucht, weil es auch ein Thema ist, mit dem ich mich sowieso sehr gerne befasse und beschäftige. Und obwohl ich mich so sehr gefreut habe und obwohl es sowas ist, womit ich mich gerne beschäftige, ist mir es erstmal total schwer gefallen, wie gehe ich denn in das Thema rein? Wo fange ich an? Wo setze ich an? Weil klar, spirituelle Sequenzierung, jeder versteht, was darunter gemeint ist. Aber ich denke, um wirklich die Spiritualität in den Unterricht integrieren zu können, ist es total wichtig, erst nochmal zu klären, was bedeutet das eigentlich? Was ist Spiritualität? Was ist mein Spirit, den ich bei mir selbst finden möchte und meinen Schülern auch quasi Tools mit an die Hand geben möchte, um sie auf ihrem Weg dorthin zu unterstützen? Und deshalb habe ich genau so den Einstieg gefunden. Wenn ich überlege, was ist der Spirit? Wenn ich es übersetze, wörtlich bedeutet Spirit Geist, Geistigkeit, inneres Leben, geistiges Leben. Und wir kennen zwei Definitionen. Einmal die Spiritualität als Form der Gottesbegegnung. Das heißt, im Zentrum hier steht die Begegnung mit einem transzendenten Wesen durch Meditation und Gebet. Versucht man sich diesem Wesen zu nähern und sich dafür zugleich zu öffnen. Mit ganz bestimmten, festgelegten, vorgegebenen Methoden. Und deshalb habe ich hier auch dazu geschrieben, du sollst. Also es gibt ganz klare Richtlinien, wie soll man, auf welchem Weg kann man sich diesem, welchem auch immer, transzendenten Wesen nähern. Und dann kennen wir die Spiritualität als Form der Selbstbegegnung. Und hier, Entschuldigung, hier steht im Zentrum, das Verstehen des eigenen Mindsets, es zu verstehen und es zu ändern. Man arbeitet an seinen eigenen geistigen Strukturen und versucht sie tiefer zu durchdringen. Und das höchste Ziel hier dabei ist die höchste innere Freiheit. Und deshalb habe ich hier dazu geschrieben, du darfst wähle selbst, weil jeder für sich quasi mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, seinen Weg finden muss, womit er sich wohlfühlt und auch weil jeder seinen eigenen Weg hat, um dort quasi hinzukommen. Dann komme ich dann direkt schon zur nächsten Seite. Be your higher self, sei die beste Version deiner selbst. Ist natürlich jetzt die Frage, wie können wir als Yoga-Lehrer unsere Schüler dabei unterstützen, ihr höheres Selbst zu werden oder ihrem höheren Selbst näher zu kommen? Und
Wir haben so viele Möglichkeiten und Tools, wo wir unseren Schülern Raum schaffen können, indem wir diese bestimmten Methoden in unseren Unterricht mit einfließen lassen, um ihnen Raum zu schaffen, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, welche sie blockieren und daran hindern, auf ihrer persönlichen Reise zu ihrem höheren Selbst weiterzukommen. Aber da ist die Frage, die sich erstmal stellt, was ist das höhere Selbst? Wenn ich sie irgendwohin unterstützen möchte, muss ich auch wissen, was ist das höhere Selbst und warum findet man das nicht einfach so? Was steht denn dem Weg? Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was bedeutet das höhere Selbst und wovon muss ich mich lösen? Die beiden Begriffe Ego, höheres Selbst sind uns allen ein Begriff. Das Ego ist das weltliche Selbst, der menschliche Körper mit Fähigkeit zur Wahrnehmung, der oftmals vom Alltag und der Gesellschaft so geprägt und abgelenkt ist, dass er seine wahren Ziele, seine Bestimmung aus den Augen verliert. Dadurch entwickelt man manchmal vielleicht sogar ein falsches Selbstbild oder einen übertriebenen Egoismus. Asmita, eins der Kleshas. Es ist das menschliche Bewusstsein und das Werkzeug zur menschlichen Erfahrung. Auf der anderen Seite steht das höhere Selbst, was oftmals als die Seele bezeichnet wird. Es ist eine höhere geistige Ebene, die sich um Sehnsüchte, Träume, Wünsche dreht und die unseren Lebensweg und unsere Bestimmung kennt, im Gegensatz zum Ego. Und unser höheres Selbst weiß, was wir brauchen und was wir vor allem im Innersten wirklich anstreben, also unser Seelenbewusstsein und das Seelenwesen, das hier auf Erden die menschliche Erfahrung macht. Wenn Körper und Geist in Einklang sind, beginnt sich das Ego langsam vom höheren Selbst zu unterscheiden. Nicht zu trennen, sondern zu unterscheiden. Wenn man an diesem Punkt gekommen ist, dann kann man bewusst entscheiden, wann das Ego einsetzt. Denn auch das Ego hat seine Aufgabe hier auf Erden. Wir leben in der Welt mit Regeln, mit Strukturen. Das heißt, es ist nicht umsonst. Wir haben das schon aus guten Gründen. Und wenn ich das aber irgendwann spüre, wann ich meine Entscheidung aus meinem Ego treffe, aus bestimmten Emotionen heraus, die Begrenzung, Angst, Trauer, Schuld, Scham, Täuschung, Illusion, Bindung sein können, also Ängste, die aus diesen Themen entstehen, und ich spüre, dass ich meine Entscheidung aus diesen Ängsten treffe, dann weiß ich, okay, das ist eine Entscheidung, die hat mein Ego getroffen. Und wenn es mir möglich ist, es wahrzunehmen, kann ich vielleicht meine Aufmerksamkeit versuchen, auf die andere Seite zu lenken und meine Entscheidung mit meinem höheren Selbst zu treffen und zu finden. Denn in der vollen Verkörperung meines höheren Selbst werden meine göttlichen Anteile zu meinem natürlichen Zustand. Das heißt Fülle, Kraft, Liebe, Wahrhaftigkeit, Klarheit, Intuition, Einheit. Und aus diesen positiven Emotionen heraus kann ich dann eventuell meine Entscheidung treffen. Das heißt, wenn ich Körper, Geist und Seele in Einklang bringe, fördere ich meine göttlichen Anteile und so nähere ich mich meinem Spirit. Denn dein Spirit ist deine Verbindung zum Göttlichen, die Verknüpfung zum höchsten Wesen und die Verbindung zu deinem höheren Selbst. Und wir haben drei Tools, die wir auch in unsere Yoga-Klassen oder für uns persönlich in unseren Alltag einfließen lassen können, um unsere Verbindung zum Göttlichen zu stärken, wahrzunehmen. Und das sind zum einen die 8 Pfade des Yoga, die Bioenergetik und die Heilung bzw. Selbstheilung. Die 8 Pfade des Yogas erklären sich natürlich für jeden von selbst, wobei hier vor allem Samyama, die letzten 3, Dharana, Dhyana und Samadhi natürlich am wichtigsten sind. Da wollen wir hin, über die weltlichen hin zu den spirituellen. Genau, wie kann ich meine Schüler darin unterstützen? Ja, wie kann ich die 8 Pfade des Yogas in meinen Unterricht einfließen lassen, um meine Schüler auf diesem Weg zu unterstützen? Ich glaube, das erklärt sich am aller einfachsten, weil klar, erstens und zweitens, Yamas und Niyamas, das ist das Vorleben, einfach eine Vorbildfunktion haben. Wie möchte ich mit mir persönlich umgehen? Wie möchte ich mit anderen Menschen umgehen? Asanas ist klar, da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Pranayamas bewusst einbauen. Das heißt, nicht nur das Atemcoaching vielleicht konstant durch die Stunde fließen lassen, sondern auch tatsächlich bewusste Pranayamas mit einbauen, die zu den Themen, je nach Thema der Stunde, tatsächlich auch passen, die bestimmten Chakren ansprechen. Beispielsweise dann Pratyahara, den Schülern wirklich genügend Raum schaffen für Stille,
im Körper, dass auch der Geist still werden kann. Das heißt, bestimmte Asanas auch wirklich für eine längere Zeit einbauen, Haltung des Kindes zum Beispiel. Dann Dharana, die Konzentration, zum Beispiel die Schüler wirklich bewusst, auch schon während der Zentrierung am Anfang dazu einladen, sich ganz bewusst auf ihren Atem zu fokussieren, dass alles andere wirklich ausgeblendet wird und ihnen wirklich irgendwas mit an die Hand geben, worauf sie sich konzentrieren können. Und dann Dhyana, Raum für die Meditation zu schaffen, um die Schüler auch dabei zu unterstützen in dieser Entwicklung. Und dann zu hoffen, dass all diese Hilfsmittel, die wir versucht haben, unseren Schülern mit an die Hand zu geben, dass sie das dann irgendwann zu Samadhi ihrer eigenen höchsten Wahrheit bringt. Dann haben wir das nächste, die Bioenergetik. Wir wissen, dass alles Energie ist. Und Energie ist Schwingung. Das heißt, alles schwingt, aber auf einer anderen Frequenz. Das physikalische Gesetz sagt, dass Energie nicht verloren gehen kann, sondern nur umgewandelt werden kann. Und das passiert in den drei Hauptbestandteilen, grundlegenden Energiesystemen, in den Energiekörpern, in den Nadis und in den Chakren. Was kann hier also meine Aufgabe als Yoga-Lehrer sein? Mit dem Wissen, das wir haben, wie wir unsere Stunden aufbauen können, um bestimmte Chakren anzusprechen, können wir es auch schaffen, dort eventuell für unsere Schüler einen Raum zu schaffen, wo sie sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen dürfen oder einfach Blockaden zu lösen, auch ohne, dass es ihnen vielleicht ganz bewusst ist, da wir wissen, es passiert sowieso etwas. Einfach da auch genügend Raum lassen, eventuell unterstützend mit Aroma arbeiten, um die Chakren da anzusprechen. Und dann kommen wir zum Thema Heilung und Selbstheilung. Und da habe ich sogar eine extra Seite dazu vorbereitet, weil ich denke, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Was ist Heilung? Heilung bedeutet, uns in einen Zustand zu bringen, in dem wir uns zufrieden fühlen und das Leben genießen können. Es bedeutet, ganzer zu werden, vollkommen zu werden, unser höchstes Potenzial zu verkörpern und das Leben besser genießen zu können. Auf körperlicher Ebene, auf mental-emotionaler Ebene und auf energetischer, spiritueller Ebene. Auf jeder dieser Ebenen können Blockaden und Ungleichgewicht vorliegen und das ist quasi unsere Aufgabe, dieses zu finden und es aufzulösen. Und die Selbstheilung bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetze. Das heißt, was man tun kann, um mich quasi von innen heraus zu heilen. Und da wir wissen, dass alles Schwingung ist und ist unser Ziel quasi, diese Schwingung zu verändern. Das heißt, ich versuche selbst meine Frequenz höher zu stellen, um auch höhere Frequenzen zu empfangen. Wenn aber irgendwo Blockaden vorherrschen, ist es mir nicht möglich, meine Frequenz höher zu stellen. Aber ich kann mir das so vorstellen, wie in einem Fernsehprogramm. Wenn ich zuerst einen Horrorfilm schaue, ist es wahrscheinlich eher eine ziemlich niedrig, also für mich, ziemlich niedrig schwingende Frequenz. Und dann switche ich vielleicht um zu einem zu einer Comedy-Sendung und das ist dann die dementsprechend höhere Frequenz. Und so kann ich auch versuchen, die Frequenzen in meinem Leben höher zu stellen, um auch höhere Frequenzen empfangen zu können. Das heißt, Emotionen, Wahrnehmung sollen auf die höhere Frequenz gebracht werden, um dementsprechend dieselbe empfangen zu können. Wenn ich also meine Schwingungen versuche höher zu stellen, werde ich spüren, wie ich auch plötzlich höhere Schwingungen empfange. Also Beispiel, ich lächle jemanden an, lächelt er wahrscheinlich zurück. Mittel hierfür, weil ich finde, das ist oft wirklich schwierig zu beginnen, weil man auch denkt, okay, wie soll ich das denn machen? Also ich kann jetzt nicht meinem Körper sagen, so, sei glücklich, sei fröhlich. Da springt er auch nicht unbedingt drauf an. Es ist natürlich was, was man kultivieren muss. Und Mittel hierfür kann die Dankbarkeit sein. Dankbarkeit ist was, was man sich sehr gut vorstellen kann. Ein Gefühl, das man wirklich kultivieren kann, das man spüren kann, das man selber produzieren kann. Und die Dankbarkeit ist die Brücke zur Liebe. Und wenn wir uns in Dankbarkeit üben, werden die Schwingungen dadurch automatisch höher gestellt und so werde ich auch empfänglich für die Liebe werden. Über meine Chakren bin ich wie mit einer Antenne mit all diesen Schwingungen verbunden. Das heißt, daher kann es ein guter Einstieg sein für uns in der Sequenzierung, tatsächlich über die Chakren uns gewisse Themen oder blockierende Ängste anzuschauen, um diese dort aufzulösen, um mich in meiner Selbstheilung zu unterstützen, aber auch um die Frequenz dort höher zu stellen, um
wieder höhere Frequenzen durch diese Antennen in meinen Chakren, mit denen ich, über die ich mit all diesen Schwingungen verbunden bin, auch höhere Schwingungen wieder empfangen zu können. Jetzt komme ich aber zum eigentlichen Thema, das ich heute hatte, nämlich die spirituelle Sequenzierung. Wo und wie ist es mir also möglich, in meine Stunde Themen mit einzubauen, die spirituell sind, die unsere Schüler auf dem Wege abholen und ihnen eventuell Raum schaffen, dort weiter an sich zu arbeiten? Ich will da vorweg sagen, dass ich habe jetzt viele verschiedene Sachen aufgeschrieben, dass ich vor allem nicht denke, dass man alles in eine Stunde packen sollte, sondern dass man sich gezielt Dinge aussucht und denen quasi auch Raum lässt, dass sie wirken können, weil wenn es zu voll gepackt ist, sind die Schüler auch ganz schnell einfach überfordert damit. Und ich finde, man sollte immer im Wissen sein, dass es auch Teilnehmer gibt, die eventuell diesen spirituellen Zugang gar nicht suchen oder vielleicht zumindest noch nicht suchen und es dann im Laufe der Zeit vielleicht spüren, weil sie merken, es tut ihnen gut, auf welcher Ebene auch immer. Und ich finde, man sollte auch für die Schüler den Raum quasi lassen, also dass sie sich nicht in so eine, ich sage immer, spirituelle Ecke gedrängt fühlen und das Gefühl haben, okay, wenn ich da jetzt nichts spüre, ich will doch aber eigentlich hier nur meine Asanas machen, finde es immer ganz schwierig am Anfang, den Schülern das Gefühl zu vermitteln, egal aus welchem Grund du hier bist, das ist gut so. Und ich denke, selbst wenn man seine Stunden auch zwischendurch ein bisschen spiritueller aufbaut, sollte man auch das trotzdem berücksichtigen in der Art der Wortwahl oder dass man es auch ganz klar kommuniziert vorher. Ich habe jetzt mal die Stunde in vier Teile aufgeteilt. Natürlich am Anfang die Zentrierung, das Ankommen. Da erläutere ich immer ganz gerne nochmal das Thema der Stunde quasi oder lasse die Schüler eine Intention setzen, einen Impuls geben, sich auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren. Zum Beispiel das Thema Dankbarkeit. Was ist der erste Impuls, der dir in den Kopf kommt? Wofür bist du dankbar? Oder das Thema liebevolle Gedanken für eine Person, für sich selbst. Gibt es jemand, dem du diese Stunde heute widmen möchtest und ihm Liebe schicken möchtest? Das ist auch was, was man sich einfach gut visualisieren kann, diese Person ganz deutlich vorzustellen. Oder das Thema loslassen. Wen oder was möchtest du loslassen? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du hinter dir lassen möchtest? Auch das sich ganz klar und deutlich vor seinem inneren Auge vorzustellen. Auch das könnte man dann an der Stelle vielleicht noch mit Aromatherapie unterstützen, je nachdem, welche Themen man in dieser Stunde anspricht. Und dann als Zweites habe ich Pranayama in Klammern eventuell mit Mudras unterstützt, Pranayama und Mudras zusammen, eine kurze Einstiegsmeditation eventuell zu dem Thema, das man gewählt hat, planen oder durch Mantren unterstützen, eine klare Visualisation, da habe ich in Klammern geschrieben, Samen setzen. Ich mache das ganz gerne in der Stunde, dass ich zu Anfang irgendein Thema aufwickle und das am Anfang für die Schüler vielleicht noch gar nicht so viel Sinn macht und am Ende löst man es auf und ist dann so ein Aha-Erlebnis. Also ich habe zum Beispiel letztens, also Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, falls man es nicht gehört hat, ich versuche durchzukommen ohne zu husten die ganze Zeit, hatte letztens zum Beispiel eine Stunde zum Thema Vertrauen, gerade so in dieser jetzigen Zeit, wo doch viele ihr Vertrauen vielleicht verlieren und sich nicht sicher sind, wie geht es weiter, und habe sie zu Anfang der Stunde ganz deutlich und auch eigentlich ganz negativ sich vorstellen lassen, was ist denn dein Worst Case? Was kann in diesem Bezug im allerschlimmsten Fall passieren? Habe sie sich das in großen, schwarzen Bildern vorstellen lassen? Habe sie dazu eingeladen, sich genau zu betrachten auf dem Bild, wie ihr Gesicht, welche Emotionen ihr Gesicht widerspiegelt? Und habe dann mit Pranayamas langsam dieses Bild immer kleiner werden lassen, bis es verschwunden ist. Und ganz am Ende, wo ich dann später zwar mit dem Shavasana dann dazukommen, Samen ernten, habe ich sie umgekehrt dazu eingeladen, sich vorzustellen, was denn der Best Case ist. Also was könnte denn im allerbesten Fall passieren, wenn denn gar nichts Schlimmes passiert. Und habe sie sich das in ganz hellen, großen, mit wunderschönen, prächtigen, leuchtenden Farben Bildern vorstellen lassen. Und sie da auch nochmal eingeladen, diese Emotionen, die sie da auch in diesen Bildern, auf diesen Bildern in dem Gesicht sehen, ganz klar wahrzunehmen und zu spüren.
Also sowas mache ich zum Beispiel auch, das macht mir total viel Spaß, ganz gerne so diesen Samen zu setzen und am Ende einfach zu ernten. Und man sieht dann auch manchmal so eine Erleichterung, ne? So im Prozess in der Stunde. Dann als nächstes habe ich die Praxis, das ist klar, ne? Also unsere Asana-Praxis, die man auf der Ebene sehr gut mit Affirmationen, die auch zum Thema passen könnten, unterstützen können. Das mache ich ganz gerne auch mit Sonnengrüßen. Sei es nur eventuell nach einer Runde Sonnengruß, wenn ich wieder im Tadasana angekommen bin, nochmal zum Erden oder je nach Thema. Oder in ruhigen Momenten, das geht in der Yin-Stunde natürlich super, immer nochmal das Thema der Stunde wieder zurückholen. Das heißt, die Intention eventuell, die man zu Beginn gegeben hat oder die Impulse, die aufkommen sollten, einfach nochmal immer wieder dran erinnern. So, hol dir nochmal deinen Impuls zurück, der dir am Anfang der Stunde zu dem Thema gekommen ist. Genau, und dann zum Schluss Shavasana natürlich mit der Abschlussmeditation und wie gesagt, das muss nicht überall, also ich plane jetzt auch nicht, so wie ich es aufgeschrieben habe, ständig hier da Meditation, Visualisation, das sind nur so Momente, wo ich sowas unterschiedlich mal einbaue. Abschlussmeditation, diesen gesäten Samen ernten, so wie ich es eben mit dem Worst Case, Best Case zum Beispiel erklärt habe, ne? Aber das ginge natürlich zu allen möglichen anderen Themen auch. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich wieder daran denken oder überlegen, wie kann ich mir denn Themen aussuchen quasi? Also ich glaube, das ist am Anfang vielleicht so ein bisschen schwierig. Wie komme ich denn auf Themen? Außer vielleicht loslassen, so diese im Gefühl typischeren oder gängigeren Themen, wenn man da auch ein bisschen tiefer gehen möchte und mehr machen möchte, finde ich, wenn wir wissen, dass alles Schwingung ist und wir vor allem wissen, wir müssen, um zu unserer Selbstheilung zu kommen, um zu unserem höheren Selbst zu kommen, diese Schwingungen auf eine höhere Frequenz bringen, finde ich, ist es ganz eindeutig, dass ich über die Chakren arbeiten muss, in Anführungszeichen. Und da gibt es natürlich jeweils die Themen. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Chakra einzeln ein, weil ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Zeitrahmen. Ich habe zwar für alles was vorbereitet, aber ich mache jetzt mal als Beispiel dann das Herzchakra. Das heißt, wir wissen ja aber selbst, jeder weiß von uns ja selbst, welche Themen in dem Chakra verankert sind und auch welche blockierenden Ängste. Und ich gehe es jetzt gerade mal durch anhand von Anahata Chakra. Die Themen des Herzchakras sind der Sitz der universellen Liebe, die Hingabe, Heilung, Mitgefühl, Herzensfreude. Blockierende Ängste können hier aber auch Trauer, Verletzlichkeit, Angst, sich zu öffnen, Verlust sein. Das heißt, ich suche mir einfach aus, wo möchte ich heute dran arbeiten, arbeite ich an einem Thema, möchte ich blockierende Ängste auflösen und suche mir dann ein Thema aus. Das heißt, ich habe jetzt mal auch so Visualisationsbeispiele dazu geschrieben. Das heißt, beim Herzchakra könnte man zum Beispiel sich vorstellen, dass das Herz wie ein Knäuel aus lauter Knoten ist. Und jeder Knoten ist irgendeine Angst, irgendein Gefühl, was mich blockiert, was mich verletzt hat. Und ich stelle mir wirklich vor, wie ich Knoten für Knoten langsam löse und so all meine Ängste der Reihe nach auflöse, um mein Herz frei wird, um mein Herz strahlen zu können. Oder zum Thema Vergebung kann man sich vorstellen, das finde ich persönlich auch sehr schön. Ich habe überall nur die Bilder ausgesucht, erstmal, die ich selber wahnsinnig schön finde und die bei mir auch immer gut funktionieren. Zum Thema Vergebung zum Beispiel, finde ich, kann man sich ganz schön einen Heliumballon vorstellen, der quasi für alles steht, das man hinter sich lassen möchte und dem man vergeben möchte. Das heißt, ich würde hier vielleicht zu Beginn der Stunde die Schüler einladen, sich zunächst zu überlegen, was möchte ich denn vergeben? Möchte ich jemandem etwas vergeben? Möchte ich vielleicht mir selbst was vergeben? Und dann entweder die Person oder diese Situation oder was auch immer ganz klar und deutlich zu visualisieren. Und dann am Ende der Stunde kann man sich zum Beispiel vorstellen, wie all dies gebündelt, was man vergeben möchte, in diesem Heliumballon sitzt und man die Schnur entweder durchschneidet oder bewusst einfach loslässt und man all diese Verletzlichkeit, den Verlust, was auch immer da passiert ist, man quasi einfach in den Himmel steigen lässt und man noch hinterher schaut, sich verabschiedet, vielleicht nochmal winkt und weiß, jetzt habe ich das alles hinter mir gelassen. Affirmationen hier könnten sein, aus meiner inneren Mitte schöpfe ich Harmonie und Kraft. Also ich habe hier einfach nur so ein paar Beispiele aufgezeichnet, weil ich
insgesamt dachte ich, brauche nicht so viel Zeit für alles und dann ist es immer mehr und mehr geworden. Deshalb möchte ich hier jetzt auch gar nicht weiter quasi auf die einzelnen Beispiele eingehen, sondern würde direkt sagen, wir treffen uns gleich auf der Matte zu einer Aktivierung des Wurzelchakras, weil ich finde, daran kann man nie genug arbeiten. Bis gleich. Sabrina, kannst du vielleicht danach noch mal ein bisschen auf das Thema eingehen, weil es ja doch schön formuliert ist. Also es tut die einzelnen Chakren, ich kann alles durchgehen. Ich glaube, das wird jeden interessieren, okay, weil du das so schön hast. Das ist das, was ich dir nur schon geschrieben hatte. Ne? Ich hatte so Angst, es ist so viel geworden. Irgendwie, ich habe das Thema angefangen und dann kam, aber eigentlich will ich das gerne noch sagen. Und eigentlich würde ich das gerne auch noch sagen. Also ich kann gerne jedes einzelne Chakra durchgehen und versuche also die Praxis nachher ein bisschen. Ich finde es so wundervoll, dir zuzuhören. Du hast so schöne Beispiele und das wäre so schade, wenn wir das verpassen würden. Dann ja, gerne, auf jeden Fall. Dann gehe ich direkt nochmal zurück. Ich kann ja versuchen, in der Praxis nachher ein bisschen flotter so zu sein und nicht so viel Zeit quasi zu rauben. Gut, dann gehen wir mal von vorne durch. Das Wurzelchakra, das wir sowieso dann gleich auch im Praxisteil noch ein bisschen näher anschauen. Da können die Themen des Wurzelchakras sein: Sicherheit, Urvertrauen, Lebenskraft, Verbindung zu allem Irdischen, Stabilität und innere Stärke. Blockierende Ängste hier können Überlebensangst, Angst vor Veränderungen, Angst vor mangelnder Zugehörigkeit, auch in der Familie oder im Umfeld, Freundeskreis sein. Visualisationen können hier immer ganz kraftvolle Bilder mit Wurzeln sein oder man stellt sich oder lädt seinen Teilnehmer ein, sich auf einem Waldspaziergang zu sehen und dann vielleicht irgendwann vor einem Baum, der einem besonders ins Auge sticht, stehen zu bleiben und den ganz klar zu betrachten. Zuerst von den Wurzeln, wie die Wurzeln tief verankert in der Erde sind und dann langsam nach oben bis in die Baumkrone jeden einzelnen Ast wahrnehmen und diese Kraft wahrnehmen, die aus diesen kleinen Wurzeln, was aus diesen kleinen Wurzeln entstehen kann, wenn man sich sicher und standhaft fühlt. Dann kann man die Schwerkraft als Bild nehmen, dass man sich tatsächlich einfach vorstellt, wie schwer man mit der Erde verbunden ist, indem die Schwerkraft einen ganz förmlich einfach anzieht. Eine Visualisation hier, eine Affirmation hier, die ich auch immer sehr schön finde, vor allem, weil es ein ganz kurzer Satz ist: Ich bin hier. Es sind drei Worte, aber die sind so kraftvoll. Einfach diese Präsenz, die man in dem Moment auch laut ausspricht, also gerade das Ich bin hier, weil das ist ja schnell im Kopf, lasse ich sehr gerne auch einfach alle laut mitsprechen. In dem Moment, wo sie auch ihre Stimme quasi nochmal hören und diese Worte nachhallen, gibt es dem Ganzen einfach nochmal viel mehr Tiefe und man spürt seine Präsenz einfach ganz deutlich. Dann gehen wir weiter zum Sakralchakra. Da sind die Themen: die ursprüngliche Lebendigkeit, schöpferische Kraft, Kreativität, Loslassen, in den Lebensfluss kommen, Kanal für Lebensenergie und Sexualität. Blockierende Ängste können hier Scham, Schuld, Angst, sich emotional auszudrücken zu sein und gespeicherte Emotionen. Visualisation hier kann zum Beispiel, weil es das Thema des Elemente Wasser ist im Sakralchakra, ein Bach sein, der sich ganz flexibel durch den Wald, durch die Natur schlängelt quasi, Natur windet und man sich vorstellt, dass man genau so flexibel ist in allem, also mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen, dass man eben nicht so festgefahren ist und dass die Emotionen nicht so festsitzen, sondern dass man sie auch loslassen kann und dass man sich auch einen neuen Weg finden kann. Eine sehr schöne Vorstellung finde ich, die Vorstellung von der Tropfsteinhöhle. Und man stellt sich quasi vor, man sitzt in dieser Tropfsteinhöhle und man beobachtet, wie immer wieder von derselben Stelle ein Tropfen nach unten in das Wasser fällt. Und zunächst sind diese Kreise, die von diesem Tropfen, der in das Wasser kommt, einfach ganz klein. Und umso mehr Tropfen auf diesem Punkt immer wieder am Tropfen, umso größer werden diese Wellen quasi, diese Spiralen, die es schlägt. Und so kann man sich auch vorstellen, dass jeder auch nur so kleine Veränderungen in seinem Leben auch ganz große Kreise ziehen kann und zu was ganz Großem werden können, dass man auch den Leuten dadurch tatsächlich den Mut gibt, weil viele oft denken, aber dann irgendwas zu verändern, das ist immer so viel Arbeit und man muss so viel tun.
Ja, es ist Arbeit, man muss an sich arbeiten, aber auch die ganz, ganz kleinen Veränderungen können ganz, ganz große Ausmaße bringen und können später im Großen und Ganzen zu was wirklich Großem und Besserem werden. Eine Affirmation hier kann sein, ich lasse von Ideen ab, die nicht länger nützlich sind. Das heißt auch nicht anhaften, keine Dinge, von denen man eigentlich spürt, dass sie einen zurückhalten, versuchen, auf weshalb auch immer, festzuhalten. Dann Manipura-Chakra. Das sind die Themen Willen, Intuition, Sitz der Persönlichkeit, Verantwortung, Tatkraft, das Bauchgefühl. Blockierende Ängste können hier Kontrollverlust, Wut, Angst vor Kritik und Versagen sein. Eine Visualisation kann hier einfach alles sein, was mit Feuer, Sonne, Wärme, Hitze, Energie zu tun hat. Das heißt, man stellt sich ein Feuer vielleicht wirklich gezielt in seinem Solarplexus vor und spürt diese Wärme, die immer größer wird, die irgendwo raus möchte. Also diese Energie, die sich quasi hier dann, die hier dann quasi entsteht, und man lässt sie vielleicht auch ganz bewusst weiter nach oben fließen. Oder man stellt sich eine Sonne vor, die direkt in den Solarplexus strahlt und ihn wärmt und Energien, die mich klein halten, loslasse, indem diese Energie, die durch die Sonne, die in den Solarplexus strahlt, immer größer wird und sich in meinem ganzen Körper ausbreitet und sogar gar keinen Platz mehr für Energie lässt, die mir nicht mehr dienlich ist. Das heißt, die Energie wird quasi von der neu gewonnenen Energie einfach quasi verdrängt und aus meinem Körper gedrückt. Dann eine Affirmation hier kann sein, meine Chancen will ich wahrnehmen, nutzen, genießen und umsetzen. Anahata-Chakra haben wir ja schon. Dann Hals-Chakra. Hier Themen können sein, der Sitz unserer Individualität, Selbstausdruck der Seele, Fähigkeit zu manifestieren und Öffnung zur feinstofflichen Ebene, Klarheit von innen und außen. Blockierende Ängste können hier Ängste sein, sich auszudrücken, und Angst vor Konfrontationen. Das heißt, auch viele Menschen, die Blockaden im Halschakra haben, da gibt es ganz viele Dinge, die unausgesprochen sind, die sie einfach für sich behalten, weil sie Angst haben, wenn sie Dinge laut aussprechen, könnte das für sie negative Folgen haben. Visualisationen können hier sein, sich im Himmel vorzustellen und sich vorzustellen, diese Weite im Himmel in den Körper zu bringen. Das heißt, man stellt sich diesen Himmel ganz, ganz groß vor mit ganz, ganz vielen Wolken, und irgendwann ist er wolkenlos und man sieht quasi nur noch diese weite Blaue, in die ich mich hineinschmelzen lasse quasi und so auch die Weite in meinem Körper schaffen kann. Dann könnte ich hier eine Verbindung von Kopf und Herz schaffen, weil mein Halschakra dazwischen liegt. Das heißt, ich stelle mir ganz bewusst mein Herzchakra, mein Stirnchakra vor und lasse vom Stirnchakra zum Herzchakra und umgekehrt ein blaues Licht fließen vor Augen, von meinem inneren Auge, um diese Verbindung herzustellen. Und eine Affirmation könnte hier sein, ich spreche wahrhaftig. Einfach, dass man sich dessen bewusst ist, alles auszusprechen, was einem bedrückt, was einem durch den Kopf geht, dass man sich eben auch nichts behält, nichts für sich behält, was einen zurückhält für sich selbst und klein hält. Alles, was einem auch einfach nicht mehr dienlich ist, an Emotionen loszulassen und es auch auszusprechen. Dann kommen wir zum nächsten, zum Stirnchakra. Also in die Themen Kommunikation mit der Seele. Das ist der höhere Verstand, die Hellsichtigkeit, Visionen und Fantasie. Blockierende Ängste können hier sein, nicht wissen warum, und die Angst, von innen nach außen zu schauen. Eine Visualisation kann hier ein See sein, den ich mir vorstelle, der ganz ruhig und trüb ist. Das heißt, ich kann überhaupt nicht durchschauen. Es ist ganz dunkel, ganz trübes Wasser. Und dadurch, dass ich mich bewusst auf meinen Atem konzentriere und versuche, meinen Atem mit diesem Bild des Sees in Verbindung zu bringen, lasse ich das Wasser ganz langsam in Bewegung kommen. Und durch diese Bewegung schwemme ich quasi all diese trüben Verfärbungen im Wasser zur Seite, bis ich plötzlich ein ganz klares Wasser, einen ganz klaren See vor mir habe, also auch ganz klar sehen kann,
was ich eigentlich will. Und Affirmation kann hier sein, ich vertraue meiner inneren Führung. Dann kommen wir zum letzten, zum Kronchakra. Das sind die Themen, die Verbindung des Menschlichen zum Göttlichen. Die Erleuchtung und die göttliche Liebe. Blockierende Ängste können hier sein, alleingelassen, sich alleingelassen zu fühlen, Identitätsverlust, Verlust des freien Willens. Und hier gibt es eine Visualisation, die ich auch total schön finde. Und ich auch finde, dass man die, dass die auch jeder sich sofort super gut vorstellen kann und man da auch reinkommt. Das mache ich ganz gerne im Schneidersitz, dass ich meine Teilnehmer auch immer eigentlich eher gegen Ende der Stunde, meine Teilnehmer einlade dazu, sich ihre Verbindung sowohl zur Erde als auch zum Göttlichen vorzustellen. Weil wir müssen ja irgendwo auch hier zwischendrin bleiben, auch wenn wir nur irgendwo auf höheren Sphären schweben und unser Ego gar nicht mehr, gar nichts mehr zu sagen hat, fällt es uns ja auch schwer, hier auf dieser Welt quasi unseren Alltag zu führen. Das heißt, ich lade sie immer ein, sich auf den Boden zu setzen, sich zu erden, ihre Sitzbeinhöcker geerdet zu fühlen und sich dann vorzustellen, wie ein roter Laserstrahl aus ihrem Steißbein, aus dem Solarplexus direkt in die Erde, ganz tief in die Erde verankert wird und dadurch diese Stärke und diese Verbundenheit mit der Erde zu spüren. Und dann lade ich sie ein, sich einen goldenen Lichtstrahl aus ihrer Scheitelkrone aus nach oben in den Himmel zu vorzustellen und diese Verbindung dann ganz klar durch die Länge ihres Körpers, durch all ihre Chakren die Länge zu spüren und ganz klar und bewusst zu spüren, ich bin hier auf Erden, aber ich habe meine Verbindung zum Göttlichen nach oben. Und eine Affirmation hier kann sein, alles Wissen ist in mir. Genau, so, jetzt habe ich es ja alle durch. Sehr gerne, Patricia. Ich habe gesagt, ich habe da so viel irgendwie zu sagen und ich bin es trotzdem so durchgehetzt. Aber ich hatte einfach irgendwie Angst, dass es zu viel wird. Ja. Ich bitte euch jetzt, dass wir nicht so viel Zeit noch quasi verlieren. Einfach, dass wir uns direkt auf der Matte treffen für eine Aktivierung unseres Wurzelchakras. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, was ich hier machen muss. Sabrina, lass dich definitiv nicht hetzen. Okay. Ja? Bleib in deiner Kraft, die Uhr regiert nicht über dich. Okay. Muss ich erstmal hier das ausmachen. Ich habe ja gesagt, Technik ist nicht so meins, verzeihen. Ich arbeite normalerweise nicht mit Bildschirm, also den brauche ich normalerweise nicht. Dann dürft ihr euch schon mal auf euren Platz, auf eure Matte begeben. So, nehmt euch gerne, wenn ihr wollt, zu Anfang ein Meditationskissen oder einen Block, irgendetwas, worauf ihr euch setzen könnt, weil wir erst noch einen Moment im Sitzen hier ankommen. Dann setz dich in einen aufrechten Sitz, gerne den Schneidersitz, auf dein Meditationskissen oder auf die Erde ab. Leg deine Hände rechts und links auf deine Knie oder Oberschenkel. Roll deine Schultern sanft zurück. Leichtes Doppelkinn, Länge in deiner Wirbelsäule. Scheitelkrone strahlt zum Himmel. Dann schließe ganz sanft deine Augen. Und komm erstmal bei dir an. Nimm alles wahr um dich herum. Die Geräusche. Temperatur. Kleider auf deiner Haut. Dein Becken, deine Sitzbeinhöcker, dort, wo sie deine Matte oder dein Kissen berühren. Dann schenke dir hier einen kraftvollen Atemzug. Durch die Nase einatmen.
Und wenn du möchtest, durch den geöffneten Mund loslassen, alles außer. Lass deine Augen hier gerne geschlossen. Oder wenn du kurz schauen musst, öffne sie ganz kurz für meinen Mudra. Wir legen die linke Handfläche nach oben zeigend auf Höhe vor unserem Bauch und die rechte Handfläche kommt oben drauf und dann ziehen wir sie so weit auseinander, dass nur noch die Fingerkuppen sich berühren und die verhaken wir richtig miteinander. Übereinander ziehen nach außen die äußerste Fingerkuppe. Die verhaken wir Ellbogen, ziehen hier ganz sanft nach außen. Und wenn du hier angekommen bist, schließe gerne wieder deine Augen. Das ist das Mudra, das Ganesha Mudra. Zur Einstimmung lasse ich jetzt das Ganesha Mantra Om Gam Ganapate Namaya laufen. Om steht für den Urklang. Gam ist das Bija-Mantra für Ganesha, Ganapataye ist Ganesha selbst und Nama oder Namaha ist die Ehrerbietung. Ganesha ist der Gott, der uns hilft, Hindernisse zu beseitigen. Und so stelle ich mir auch vor, mit diesem Mudra ziehe ich meine Ellbogen nach außen und spüre förmlich, wie ich hier ein Hindernis habe, das ich beseitigen möchte. Er hilft uns auf dem Weg zu emotionalem und materiellem Wohlbefinden. Ganesha steht für die primäre Lebensenergie des Menschen. Alle Ganesha-Mantren werden im Wurzelchakra gewidmet. Er wird gerufen, um Hilfe beim Erreichen von Zielen erbeten, welche unser Wurzelchakra blockieren. Lass deine Augen hier gerne geschlossen und lass das Mantra einfach auf dich wirken. Oder stimme auch gern mit ein. Und dann schenke dir hier noch einen kraftvollen Atemzug. Und mit der Ausatmung löse deine Hände nochmal. Leg sie rechts und links auf deinen Knien ab. Lass deine Augen hier gerne noch geschlossen. Und lade ich dich ein, dir vorzustellen, ob es irgendetwas oder irgendjemandem in deinem Leben gibt, das dir Stabilität, Sicherheit und Vertrauen schenkt. Nun stell dir dies oder diese Person ganz deutlich vor deinem inneren Auge vor. Wer oder was schenkt dir Vertrauen, Stabilität und Sicherheit? Betrachte die Person nochmal ganz deutlich.
Und mit der nächsten Ausatmung verabschiede dich für den Moment von diesem Bild. Und wenn du deinen Weg in den Fersen sitzt, in deiner Zeit, nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um im Fersensitz anzukommen. Leg die Hände hier auf den Oberschenkeln ab. Erde deine Sitzbeinhöcker auf deinen Fersen. Roll hier auch ganz bewusst nochmal deine Schultern zurück. Leichtes Doppelkinn. Kinn parallel zum Boden. Dann machen wir hier erst noch eine Pranayama, und zwar Brahmari, die Hummelatmung. Aber wir versuchen, den Ausatmen mit den Summen in einem ganz tiefen Ton zu summen, dass unsere Vibration genau in unserem Wurzelchakra zu spüren ist. Das heißt, wir atmen ein durch die Nase und durch die Nase und mit zusammengepressten Lippen mit dem summenden Ton ausatmen. Wenn du möchtest, leg die Hände auf deinen Bauchraum ab, spür die Vibration oder schließe auch gerne mit den Fingern deine Ohren, wenn du es so gewohnt bist. Wähle hier deine Variante. Mach es einmal gemeinsam. Wir atmen durch die Nase ein. Und beim Ausatmen mit tiefem summenden Ton. Und lass deinen Atem nochmal ganz gleichmäßig fließen. Mach noch drei Runden. Mit jedem summenden Ausatmen aktivierst du dein Mula Bandha ganz leicht, alle drei Ebenen. Noch einmal einatmen durch die Nase. Mula Bandha aktivieren und summend ausatmen. Ganz gleichmäßig fließen lassen. Noch zwei Runden und einatmen und ausatmen. Ganz natürlich fließen lassen. Und in die letzte Runde noch einmal durch die Nase einatmen. Und somit ausatmen. Hier lass deinen Atem jetzt wieder ganz ruhig werden, ganz gleichmäßig und ruhig. Spür noch einmal nach, spür die Vibration in deinem Körper, die entstanden ist, die Energie, die du zum Schwingen gebracht hast. Und mit der nächsten Einatmung bring beide Arme kraftvoll mit gespreizten, energetisierten Fingern über die Seite nach oben, sammle alle Energie über den Kopf. Und mit der Ausatmung lass die Hände vor deinen Herzraum sinken. Und dann wieder einatmen. Sammle alle Energie und ausatmen vor deinen Herzraum. Und nochmal einatmen. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Und ausatmen. Bei der nächsten Einatmung lassen wir die Arme über den Kopf. Zieh die Schultern mal ganz bewusst, ganz nach oben zu deinem Ohr. Mula Bandha immer noch aktiv. Und ausatmen, lass die Schultern tief nach unten in den Rücken sinken. Auch hier, löffel dein Steißbein ein. Sitzbeinhöcker über die Seite, streben nach unten zusammen. Reißverschluss vom Schambein bis unter den Bauchnabel, alles aktiv. Schultern weit weg vom Ohr. Wir atmen ein. Und mit der nächsten Ausatmung kommen wir in den Twist auf die rechte Seite. Schaffe hier Länge in deiner Wirbelsäule mit der nächsten Einatmung.
Und ausatmen, verschraub dich vielleicht noch ein bisschen weiter in deine Twists. Einatmen, Länge schaffen, ausatmen, noch ein bisschen weiter verschrauben. Dann wieder einatmen, Arme nach oben, Schultern aktiv zum Ohr, ausatmen, Schultern setzen, Mula Bandha aktiv. Einatmen hier, ausatmen, komm in den Twist zur linken Seite. Auch hier immer noch Karo-Mitte aktiv. Einatmen, kriege Länge in deine Wirbelsäule. Ausatmen, verschraub dich ein bisschen weiter in deinen Twist. Und nochmal einatmen, Länge schaffen. Ausatmen, vielleicht möchtest du hier über deine linke Schulter nach hinten schauen. Und wieder einatmen, bring die Arme nach oben. Schultern hoch, ausatmen, Schultern setzen, einatmen hier und ausatmen. Stütz deine rechte Hand auf, komm in eine Seitbeuge. Hier Mula Bandha aktiv, beide Sitzbeinhöcker geerdet. Wenn du möchtest, schau unter deinem linken Arm nach oben zum Himmel. Genieße die Dehnung deiner linken Flanke, die Weite, die du hier in deinem Oberkörper schaffst. Einatmen, bring die Arme wieder beide nach oben und ausatmen. Wir kommen direkt zur linken Seite. Rechter Arm weit geöffnet, Schulter geöffnet. Blick unter dem Arm oder in der Verlängerung der Wirbelsäule gehalten. Beide Sitzbeinhöcker geerdet. Und lass den Atem hier ganz groß in deine rechte Flanke fließen. Genieß diese Öffnung und den Raum, den du hier schaffst. Einatmen, wir bringen die Arme wieder nach oben und ausatmen. Bring deine Fingerkuppen auf deine Schultern, Ellbogen zeigen zur Seite und dann kreisen wir die Schulter, die Ellbogen. Nach vorne oben und hinten unten. Wir atmen ein, über vorne oben einatmen, hinten unten ausatmen. Vorne oben einatmen, hinten unten ausatmen. Nochmal, vorne oben einatmen. Hinten unten ausatmen. Wir wechseln die Richtung. Hinten oben einatmen. Vorne unten ausatmen. Und wieder einatmen. Hinten oben. Ausatmen. Vorne unten. Ein letztes Mal einatmen. Und ausatmen. Lass die Hände hier nochmal auf deinen Oberschenkel ab. Lass deinen Geist hier nochmal ganz still werden. Und atme hier noch einmal kraftvoll ein und mit der nächsten Ausatmung schieb dich nach vorne in die Haltung des Kindes. Hände lang nach vorne, Handflächen auf den Boden. Deine Stirn berührt die Erde. Deine Sitzbeinhöcker berühren die Erde. Und schenk dir hier einen kraftvollen Atemzug. Und mit der Ausatmung gib alles, was dich zurückhält, an die Erde ab. Und ausatmen, alles loslassen. Und dann mit der nächsten Einatmung, lass deine Hände nach außen, rechts, aus deiner Matte nach außen laufen. Und öffne hier wieder in der Haltung des Kindes deine linke Flanke. Genieße auch hier nochmal die Öffnung deiner Seite. Beide Sitzbeinhöcker geerdet. Und schaffe hier Länge. Noch einmal einatmen hier und zur Ausatmung. Komm zurück zur Mitte in die Haltung des Kindes. Wir bleiben hier für einen Atemzug. Einatmen und ausatmen, alles loslassen. Mit der nächsten Einatmen, lass die Hände nach links aus deiner Matte laufen. Sitzbeinhöcker geerdet. Genieß hier auch wieder die Öffnung deiner rechten Flanke. Noch einmal einatmen hier und ausatmen. Komm zurück zur Mitte. Schenk dir auch hier noch einen Atemzug in der Haltung des Kindes. Einatmen
Und ausatmen, gib alles an Last an die Erde ab. Mit der nächsten Einatmung roll dich nach oben. Wir treffen uns im Vierfüßlerstand. Richte dich hier erst einmal richtig ein. Hände schulterbreit, Knie hüftschmal geöffnet, gespreizte Finger, Mittelfinger parallel zueinander. Und dann lassen wir hier zur Mobilisierung der Wirbelsäule ein paar Runden Katze-Kuh fließen. Wir atmen ein. Geführtes Hohlkreuz, Drishti zum Himmel, ausatmen, runder Rücken zur Katze, Drishti zum Nabel über deinen Beinen und wieder einatmen. Blick zum Himmel, ausatmen, runder Rücken, Blick zum Nabel. Aktive Hände, aktive Füße, einatmen. Geführtes Hohlkreuz, ausatmen, Schulterblätter, streben zum Himmel. Noch zweimal, einatmen. Und runter Rücken ausatmen. Ein letztes Mal einatmen. Und ausatmen, runter Rücken. Wir treffen uns im neutralen Vierfüßlerstand. Aktivieren hier nochmal unser Mula Bandha, Körpermitte aktiv. Und dann stell deine Zehen hinten auf. Atme hier noch einmal ein. Und mit der nächsten Ausatmung schieb dich zurück in deinen ersten herabschauenden Hund für heute. Fokus liegt auf dem geraden, langen Rücken. Die Fersen streben zum Boden, können aber gerne auch noch in der Luft gehalten werden oder Knie beugen. Also früher Morgen, hör auf deinen Körper, deine Praxis. Rücken lang, wir bleiben hier für 5 Atemzüge. Wir atmen ein, 1 ausatmen, aktive Hände. Einatmen. 2 ausatmen, aktive Füße. 3 langer Rücken, ausatmen. 4 Drishti zu den Knien oder zum Nabel. Und 5 langer Ausatmen. In der nächsten Einatmung roll dich. Die Fersen lösen zuerst. Schulterblätter zuerst nach vorne in die schiefe Ebene. Und dann ausatmen. Finde deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund. Und dann wieder einatmen. Roll dich nach vorne und ausatmen. Komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Und nochmal so einatmen. Schiefe Ebene, Körpermitte aktiv. Aktive Hände, Gecko-Finger pressen in den Boden, ausatmen zurück. Bleib entweder so oder roll dich nach vorne auch zum Zurückkommen. Roll dich mit den Knien knapp über den Boden zurück. Und lass dein Steißbein in Richtung Himmel rollen. Und wieder nach vorne rollen, einatmen, ausatmen. Knie knapp über den Boden, roll dich zurück in den herabschauenden Mund. Oder finde deinen direkten Weg und wieder einatmen. Roll dich nach vorne, ausatmen, roll dich zurück. Noch dreimal, jeder in seiner Variante. Und wieder einatmen, roll dich nach vorne, ausatmen, komm zurück. Und nochmal, einatmen, nach vorne, aktive Hände, ausatmen, zurück. Ein letztes Mal, einatmen, nach vorne und ausatmen, komm zurück. Wir bleiben hier noch im herabschauenden Hund für einen Atemzug. Und lass alles los in der Ausatmung. Nächste Einatmung, beug beide Knie, heb deine Fersen, blick nach vorne zu deinen Händen und komm mit vielen kleinen Schritten oder 2 großen Schritten nach vorne in deine Vorbeuge. Komm auch hier in dieser Vorbeuge nochmal an. Du kannst dir hier gerne deine Blöcke schon bereitlegen oder auch hier schon unterstützend nutzen. Auch hier Mula Bandha aktiv, Steißbein leicht eingelöffelt. Dann mit der nächsten Einatmung bring die Arme kraftvoll über die Seite, gerne mit gebeugten Knien, gerade Rücken nach oben, in den Fuß nach oben und ausatmen. Hände vor die Brust. Lass die Hände hier nochmal sinken. Für dein Tadasana, roll deine Schultern zurück. Zieh deine Zehen an, erde sie der Reihe nach. Löffel auch hier dein Steißbein ganz leicht ein. Finde Länge in der Wirbelsäule.
Und zum Aufwärmen lassen wir ein paar Runden Sonnengruß fließen. Wir atmen ein, Blick zum Himmel und ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, roll deine Schultern zurück, Nabel aktiv hinten oben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Tritt zurück in das Brett. Atem halten. Ausatmen, finde deinen Weg nach unten über Knie, Kinn, Brust oder über Chaturanga. Und einatmen in die Cobra. Ausatmen, finde deinen Weg in den herabschauenden Hund gerne über den Vierfüßlerstand oder auch direkt. Bleiben wir für einen Atemzug in der ersten Runde. Einmal kraftvoll einatmen und ausatmen. Nächste Einatmen, beug die Knie, blick nach vorne zu deinen Händen. Kleine oder zwei große Schritte, tritt nach vorne in deine ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, bring die Arme kraftvoll über die Seite nach oben. Gruß zum Himmel, Blick zum Himmel. Ausatmen, Hände vor die Brust, Anjali Mudra. Erde deine Füße hier nochmal ganz bewusst und kraftvoll. Spür die Verbindung mit der Erde. Spür die Energie und die Kraft der Erde. Wir fließen direkt in unsere nächste Runde. Wir atmen ein, Blick und Gruß zum Himmel. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Tritt zurück in das Brett. Ausatmen, finde deinen Weg nach unten zum Liegen. Einatmen, in die Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Blick nach vorne zu deinen Händen. Tritt mit vielen kleinen oder zwei großen Schritten nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme kraftvoll über die Seite nach oben. Gruß zum Himmel. Ausatmen, Hände vor die Brust. Lass deinen Atem hier nochmal ganz ruhig werden. Wir fließen direkt noch eine Runde und ich gebe euch zu den Bewegungen ein paar Affirmationen. Lass die Worte einfach auf dich wirken. Wir beginnen, ich atme ein in den Gruß nach oben. Ich öffne mich. Ganze Vorbeuge für die Kraft der Erde. Halbe Vorbeuge. Ich bin ganze Vorbeuge hier. Tritt zurück. Ich spüre die Kraft der Erde. Komm nach unten, spür, wie sie mich trägt. In die Cobra und energetisiert. Herabschauender Hund und erdet zugleich. Blick nach vorne. Ich bin ganze Vorbeuge hier. Halbe Vorbeuge. Ich bin ganze Vorbeuge hier. Einatmen, Gruß nach oben. Ich öffne mich. Hände vor die Brust und mein ganzes Herz. Lass es nochmal nachspüren. Wir machen gleich noch eine letzte Runde. Ich spreche uns nur die Affirmationen. Wir beginnen mit dem nächsten Atemzug. In den Gruß nach oben. Ich öffne mich für die Kraft der Erde. Ich bin hier. Ich spüre die Kraft der Erde, wie sie mich trägt, energetisiert und erdet zugleich. Ich bin hier.
Ich bin hier. Ich öffne mich und mein ganzes Herz. Lass die Hände hier gerne nochmal sinken. Handflächen strahlen nach vorne. Roll deine Schultern zurück. Scheitelkrone strahlt zum Himmel. Lass dein Atem hier nochmal ganz ruhig werden. Mit der nächsten Einatmung tritt mit deinem rechten Bein zurück in deinen Krieger 1. Vorderer Fuß zur kurzen Mattenkante, hinterer Fuß zur langen Mattenkante ausgerichtet. Steißbein eingelöffelt, Arme aufgefächert, Finger gespreizt, kraftvoll. Blick über den vorderen Arm. Knie überm Sprunggelenk. Richte dich hier ein in deinen Krieger. Aktive Körpermitte. Spür diese Kraft, die in deinem Körper entsteht. Lass deinen Atem hier schön gleichmäßig fließen. Dann für die nächste Einatmung streck dein vorderes Bein, dreh den Arm nach vorne aus, Becken leicht nach hinten gekippt. Und ausatmen, Trikonasa, dein Weg in dein Dreieck. Nimm dir hier gerne einen Block zur Unterstützung dazu, wenn du möchtest. Dann öffne dich, deine Schulter, deine Hüfte nach oben, Blick zum Himmel oder in der Verlängerung der Wirbelsäule ausgerichtet. Dein Körper, deine Praxis. Dann lass den Atem auch hier wieder schön gleichmäßig fließen. Atme hier noch einmal kraftvoll ein. Und mit der nächsten Ausatmung dreh dich nach vorne in deine Pyramide. Stell die Füße hier gerne ein bisschen enger zusammen. Nimm auch hier gerne wieder die Blöcke zur Unterstützung. Erde dich hier, deine Füße ganz aktiv in den Boden. Langer unterer Rücken. Genieße die Dehnung der Beinrückseite deines vorderen Beines. Und dann mit der nächsten Einatmung bring dein Gewicht auf dein vorderes Bein. Lass die Hände ein Stück mal vorne laufen und lass den hinteren Fuß entweder mit Kontakt zum Boden hier stehen oder klapp den Unterschenkel ab. Oder wenn du möchtest, streck dein Bein nach oben aus für das Standspagat. Reichen. Das ist auch jede Höhe in Ordnung. Dein Körper. Hör auf deinen Körper. Lass den Atem hier wieder schön gleichmäßig fließen. Mit der nächsten Einatmung beug dein Standbein ein kleines bisschen und versuch dich direkt nach oben. Such deinen Drift nach vorne. Entweder in deine Variante des Baumes. Auf deiner Höhe, denk wieder dran. Ich habe die Möglichkeit, unten am Fußgelenk runter oder oberhalb des Knies anzulegen. Oder komm in die Hand, Fuß, Pose, so wie es sich für dich heute Morgen richtig anfühlt. Aktiver Standbeinfuß. Spür die Kraft in deinem Fuß, die durch deinen ganzen Körper fließt. Noch einmal einatmen hier und zur nächsten Ausatmung. Pendel direkt zurück in dein Standspagat oder die Variante, die du gewählt hattest. Spür mal nach, was dein Gleichgewicht heute sagt, ob du die Hände vielleicht kurz lösen möchtest in Sanchami Mudra. Oder ob du sie auf dem Boden abgestellt lassen möchtest. Noch einmal einatmen hier und dann das hintere Bein über Kreuz hinter das Standbein ablegen. Und dreh dich direkt in deinen Drehsitz. Komm hier erstmal an in diesem Drehsitz. Schaffe wieder Länge. Bitte einatmen und ausatmen. Verschraub dich noch ein bisschen weiter. Mit der nächsten Einatmung roll dich zurück. Komm in den hohen Ausfallschritt. Einmal einatmen hier
Und ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seite, kraftvoll nach oben, Gruß zum Himmel. Ausatmen, Hände vor die Brust. Lass auch hier die Hände nochmal sinken. Schultern zurück, aktive Füße, Scheitelkrone strahlt zum Himmel. Spüre nochmal die Verbundenheit zur Erde und spüre mal nach, ob sich beide Beine gleich anfühlen oder ob in einem Bein schon ein bisschen mehr Energie erzeugt wurde. Und dann wollen wir das ausgleichen. Wir atmen ein und treten zurück in den Krieger 2 auf der anderen Seite. Vorderer Fuß kurze, hintere Langmattenkante. Ausgedreht, Steißbein eingelöffelt. Arme lang gefächert. Hintere Fuß, vom hinteren Fuß die Außenkante auf. Aktiv in den Boden. Schultern weit weg vom Ohr. Blick über den Vorderen nach. Lass den Atem hier schön fließen. Und mit der nächsten Einatmung streckt dein vorderes Bein, Handfläche ausgedreht. Becken kippt leicht zurück und ausatmen. Finde deinen Weg in Trikonasana, dein Dreieck. Gerne wieder mit dem Block als Hilfsmittel. Blick zum Himmel oder neutral. So Wirbelsäule ausgerichtet. Schulter, Hüfte weit nach oben zum Himmel geöffnet. Atme hier noch einmal ein. Und mit der nächsten Ausatmung komm in deine Pyramide. Bring die Füße hier gerne auch schon wieder ein kleines bisschen näher zusammen. Gerade unterer Rücken, gerne auch wieder mit den Blöcken. Sobald dein Bauch auf dem Oberschenkel vorne abliegt, kannst du den oberen Rücken und auch den Kopf hängen lassen, weil der untere Rücken dann wirklich gerade bleibt, wenn du hier quasi fixiert. Ansonsten bleib lieber ein bisschen weiter hier oben, um die Länge zu behalten. Und dann bei der nächsten Einatmung, gib dein Gewicht wieder nach vorne auf dein Standbein. Wähle wieder deine Variante. Fuß knapp über dem Boden mit Kontakt. Oberschenkel aneinander. Oder Bein nach oben ausgestreckt für dein Standspagat. Wähle auch hier dein Fuß geflext oder gestreckt sein möchte. Wähle deine Variante. Lass den Atem hier immer noch gleichmäßig fließen. Denk auch hier an die Blöcke, die dich unterstützen können. Und dann mit der nächsten Einatmung beug dein Standbein und komm wieder nach oben in deine Standhaltung. Entweder in den Baum oder in die Hand-Fuß-Pose. Richte dich wieder ein, da wo du dich heute Morgen wohlfühlst. Roll deine Schultern weit weg vom Ohr. Lass deinen Atem fließen. Und atme hier noch einmal kraftvoll ein und mit der nächsten Ausatmung Hände wieder zurück in deine Variante. Standspagat. Spür auch hier nochmal nach, was deine Balance sagt, ob du die Hände hier vielleicht kurz ins Anjali-Mudra bringen möchtest. Noch einmal einatmen und zur Ausatmung das Bein wieder weit hinter dem Standbein kreuzen, sich direkt in den Drehsitz verschrauben. Schaff hier nochmal Länge in der Wirbelsäule. Und ausatmend. Verschraub dich ein kleines bisschen weiter. Nächste Einatmung, tritt zurück in den hohen Ausfallschritt. Komm hier erst nochmal an, nimm dir deine Zeit. Atme hier noch einmal kraftvoller ein und mit der nächsten Ausatmung tritt nach vorne in deine ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seite, Gruß zum Himmel, ausatmen, Hände vor die Brust. Öffne deine Fußspitzen, ein kleines Fisschen, so ungefähr 45 Grad nach außen. Tritt vielleicht ein bisschen breiter, um deinen Weg in den Spot zu finden. Öffne so weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann atme hier noch einmal kraftvoll ein und mit der nächsten Ausatmung
Zieh dein Steißbein schräg zurück nach hinten. Und wir treffen uns unten im Yogi-Squat. Malasana, roll deine Schultern weit nach hinten. Schieb deine Ellbogen ganz sanft in deine Knie von innen. Schaffe Länge in deiner Wirbelsäule mit der Einatmung. Spür hier wieder die Energie, die in deinen Unterschenkeln entsteht und lass sie durch deinen ganzen Körper fließen. Mit der nächsten Einatmung, wenn du möchtest, gib dein Gewicht kurz auf dein linkes Bein und mein rechtes Bein kurz nach vorne auszustrecken und dann abzusetzen. Und das linke Knie für Janushirshasana zur Seite zu kippen. Fußsohle des linken Fußes verschmilzt mit dem rechten Oberschenkel. Finde hier mit der Einatmung nochmal Länge in der Wirbelsäule. Und ausatmen, falte von beiden Hüften gleichmäßig nach vorne. Auch hier wieder Fokus auf den geraden unteren Rücken. Wenn dein Bauch auf dem Oberschenkel abgeht, kannst du hier gerne vorne greifen und dich ranziehen. Und der untere Rücken dann gerade bleibt. Mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf. Lass das linke Knie nach oben strahlen. Und zur Ausatmung roll dich auf direktem Weg nach hinten in deinen Flug. Hast du hier gerne auf deine Knie gebeugt oder wenn dein Rücken das heute Morgen nicht möchte, komm hier gerne auch einfach in Apanasana. Wähle hier wieder deine Variante. Arme schulterbreit nach vorne ausgestreckt. Lass deinen Atem fließen. Dann atme hier noch einmal ein. Mit der nächsten Ausatmung finde deinen Weg zurück in den Yogi-Squat. Entweder pendelst du direkt in den Squat oder setz dich erst hin, kommst langsam hin. Wir treffen uns, jeder auf seinem Weg. Einatmen und roll dich nach vorne oder komm zum Sitzen. Und finde dann deinen Weg in den Squat. Richte dich hier wieder ein, Schultern weg vom Ohr, gerade Rücken. Dann noch einmal einatmen, gib dein Gewicht auf dein rechtes Bein, linkes Bein nach vorne und dann absetzen. Lass dein rechtes Knie zur Seite fallen für Janushirshasana, wieder Länge im unteren Rücken. Und dann falte von beiden Hüften gleichmäßig nach vorne in deine Vorbeuge. Mit der nächsten Einatmung roll dich nach oben, lass dein Knie nach oben strahlen. Ausatmen, finde wieder deinen Weg zurück. Apanasana oder in den Flug in deine Variante. Noch einmal einatmen hier und zum Ausatmen roll dich Wirbel für Wirbel ab. Wir treffen uns dann alle in Apanasana. Wenn du da schon warst, bleibst du hier. Zieh deine Knie ran in den Körper, mach ein ganz kleines Päckchen. Spür diese Wärme und Geborgenheit, diese Sicherheit in diesem Päckchen. Dann leg deine Arme rechts und links auf Schulter zur Seite ab. Atme hier noch einmal ein und dann lass bei der Ausatmung beide Knie im rechten Winkel zur rechten Seite in die liegende Verdrehung. Blick nach oben zum Himmel oder nach links zur linken Hand ausgedreht. So wie es sich für dich heute Morgen gut anfühlt. Und dann genieß diese Verdrehung mit ihrer entgiftenden Wirkung in deinem Körper. Und zur nächsten Einatmung bring beide Beine wieder zur Mitte und ausatmen direkt auf die linke Seite, rechter Winkel, Kopf. Nach oben Richtung Himmel oder zur rechten Hand ausgedreht. Lass deinen Atem hier schön fließen. Und zur nächsten Einatmung. Bring die Beine wieder zurück. Stell die Füße ab. Arme an den Körper. Heb dein Becken hier nochmal an und kipp es nach vorne und dann erde deinen unteren Rücken. Streck die Beine frei nach vorne aus.
dich noch was drüber ziehen möchtest, dich zudecken möchtest, dann mach dies jetzt noch. Ansonsten lass deine Handflächen zum Himmel strahlen, Hinterkopf geerdet, Zehen fallen sanft nach außen. Und dann schließe deine Augen für dein Shavasana. Dir alle Zeit, die du brauchst. Lass deinen Atem hier wieder ganz gleichmäßig werden. Ganz ruhig. Und gleichmäßig. Nimm die Schwere in deinem Körper wahr, die Entspannung in deinem Körper, in jedem einzelnen Körperteil, in deinen Füßen, in deinen Waden, Oberschenkel, Becken, Schulterblätter, Arme, Hinterkopf. Spüre die Schwere, die Verbundenheit der Erde, die Kraft der Erde, die deinen gesamten Körper trägt. Lass alles los. Dann hol dir jetzt noch einmal dein Bild vor Augen, das dir zu Beginn der Stunde ganz intuitiv erschienen ist. Von wem oder was du mehr in deinem Leben möchtest, um dich stabil, sicher und im Vertrauen zu fühlen. Stell es dir ganz deutlich vor. Betrachte es ganz deutlich vor deinem inneren Auge. Und lade es nun herzlich ein, einen Teil oder noch größeren Teil in deinem Leben einzunehmen. Nun beginne langsam deinen Atem wieder zu vertiefen. Spüre, wie er wieder Leben in deinen Körper bringt. Bewege deine Finger, deine Zehen, bring die Arme über den Kopf, umarme deine Knie, tu das, was sich jetzt für dich richtig anfühlt. Hör auf die Impulse deines Körpers. Und dann komm ganz langsam und in deiner Zeit zuerst über eine Seite zum Liegen und dann zum Sitzen in einen aufrechten Sitz. Wicke gerne nochmal deine Hände auf den Knien ab. Lass deine Augen hier gerne noch geschlossen. Und dann für ein letztes Mal für heute mit der nächsten Einatmung. Bring beide Arme kraftvoll über die Seite nach oben.
Sammle alle Energie über deine Scheitelkrone und zum Ausatmen lass all die Energie direkt in deinen Herzraum im Anjali-Mudra sinken. Bedanke dich bei dir selbst, schenke dir ein Lächeln für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Aktivierung deines Wurzelchakras heute. Und dann öffne ganz sanft deine Augen. Das Göttliche hier grüßt das Göttliche in dir. Namaste. Vielen Dank, dass ihr diese Stunde mit mir gemacht habt. Dankeschön.